Arthur Conan Doyle. Der griechische Dolmetscher. In der Zeit meiner langen und vertrauten Bekanntschaft mit Mr. Sherlock Holmes hatte ich ihn nie von seiner Verwandtschaft und kaum einmal über sein früheres Leben sprechen hören. Diese Verschwiegenheit beförderte in mir dann und wann den irgendwie unmenschlichen Eindruck, er sei eine isolierte Erscheinung, ein Hirn ohne Herz und so sehr allen mitgefühlsbar, wie an Intelligenz herausragend. Seine Aversion gegen Frauen und seine Abneigung, neue Freundschaften zu schließen, waren so typisch für sein gefühlsarmes Naturell wie die völlige Unterdrückung jeden Bezugs auf seine Familie. Mit der Zeit glaubte ich, er sei eine Waise, ohne lebende Verwandte. Aber eines Tages begann er zu meiner Überraschung, von seinem Bruder zu sprechen. Es war an einem Sommerabend nach dem Tee, und die Unterhaltung, die sich oberflächlich und krampfhaft zwischen Golfclubs und dem Wechsel im System der Unregelmäßigkeiten von Sonnenfinsternissen bewegt hatte, führte schließlich zu den Fragen des Wiederauftretens von Eigenschaften entfernter Ahnen und der Vererbbarkeit von Begabungen überhaupt. Der Punkt, an dem wir uns festbissen, war, wie weit besondere Talente eines Individuums auf Vorfahren zurückgingen und wie weit sie eigenem Bemühen von Jugend an zu verdanken seien. »In Ihrem Fall«, sagte ich, »scheint es mir nach allem, was Sie mir erzählt haben, doch offensichtlich, dass Ihre Beobachtungsgabe und Ihre besondere Fähigkeit zu Schlussfolgern auf Ihr systematisches Training zurückzuführen sind.« »In gewisser Hinsicht«, antwortete er nachdenklich, »meine Vorfahren waren Landedelleute, und es sieht so aus, als hätten sie ein Leben geführt, das in ihrer Klasse üblich war. Dennoch liegt mir die Entwicklung, die ich genommen habe, im Blut, ist mir möglicherweise von meiner Großmutter vererbt, der Schwester Vernets, des französischen Künstlers. Künstlerische Veranlagungen nehmen oft die seltsamsten Formen an.« »Aber woher wissen Sie denn, dass Sie vererbt wurden?« »Weil mein Bruder Mycroft sie in höherem Maße besitzt als ich.« Das war nun wirklich neu für mich. Wenn es in England noch einen Mann von solch außerordentlichen Fähigkeiten gab, wieso hatte es dann weder die Polizei noch die Öffentlichkeit erfahren? Ich stellte die Frage, nicht ohne anzudeuten, dass es die Bescheidenheit meines Gefährten sei, die ihn seines Bruders Überlegenheit anerkennen ließe. Holmes lachte über meine Unterstellung. »Mein lieber Watson«, sagte er, »ich stimme nicht mit jenen überein, die Bescheidenheit zu den Tugenden rechnen. Der Logiker sollte jedes Ding als das ansehen, das es ist, und sich zu unterschätzen bedeutet genauso Abschied von der Wahrheit wie die eigenen Fähigkeiten zu übertreiben. Wenn ich also sage, mein Bruder Mycroft besitzt eine bessere Beobachtungsgabe als ich, dann können Sie beruhigt annehmen, dass ich das wörtlich meine.« »Ist er jünger als Sie?« 7 Jahre älter.« »Wieso ist er denn unbekannt?« »Oh, in seinen Kreisen kennt man ihn gut.« »Und welche Kreise sind das?« »Nun, der Diogenes-Club zum Beispiel.« Von einem solchen Club hatte ich nie gehört, und mein Gesicht
schien das auch auszudrücken, denn Sherlock Holmes holte seine Uhr hervor. Der Diogenes Club ist der sonderbarste Club in London. Und Mycroft einer der sonderbarsten Menschen. Er ist immer dort zu finden, von 4:45 bis 8:20. Jetzt ist es 6. Und wenn Ihnen nach einem Bummel durch diesen wunderschönen Abend der Sinn steht, wäre ich sehr glücklich, Sie mit 2 Kuriositäten bekannt machen zu dürfen. 5 Minuten später waren wir auf der Straße und auf dem Weg nach Regent Circus. Sie fragen sich wohl, sagte mein Gefährte, warum Mycroft seine Fähigkeiten nicht für Detektivarbeit nützt. Er ist dazu ungeeignet. Aber Sie sagten doch... Ich sagte, dass er mir im Beobachten und Schlussfolgern überlegen ist. Wenn die Kunst des Detektivs damit beginnen und auch damit enden würde, von einem Sessel aus zu schlussfolgern, wäre mein Bruder der größte Kriminalist, den es je gab. Aber er hat keinen Ehrgeiz und keine Energie. Er würde nicht einen Fingerbreit von seinem Weg abweichen, um seine Lösungen an der Wirklichkeit zu verifizieren und sich lieber eine falsche Auffassung nachsagen lassen, als sich der Mühe zu unterziehen, die Richtigkeit seiner Gedanken zu beweisen. Immer wieder habe ich ihm ein Problem vorgetragen und eine Erklärung erhalten, die sich hinterher als richtig herausgestellt hat. Dennoch ist er absolut unfähig, die praktischen Arbeiten zu leisten, die bewältigt werden müssen, ehe man einen Fall vor einen Richter oder eine Jury bringen kann. Dann ist das also nicht sein Beruf? Nicht im geringsten. Was für mich den Lebensunterhalt bedeutet, ist für ihn nur das Steckenpferd eines Dilettanten. Er hat eine besondere Begabung für Zahlen und prüft in irgendeiner Regierungsbehörde die Bücher. Mycroft wohnt in der Pall Mall und jeden Morgen geht er um die Ecke in die Whitehall und denselben Weg abends wieder nach Hause. Jahr aus, Jahr ein ist das seine einzige sportliche Betätigung und man sieht ihn nirgendwo sonst, außer noch im Diogenes Club, der seiner Wohnung gegenüber liegt. Ich erinnere mich nicht, von einem Club dieses Namens gehört zu haben. Das glaube ich Ihnen. Es gibt in London viele Männer, die aus Schüchternheit oder Misanthropie keinen Anschluss an Menschen finden wollen. Dennoch haben sie nichts gegen bequeme Sessel und die neuesten Nummern der Zeitschriften. Zu ihrer Annehmlichkeit ist der Diogenes Club gegründet worden, und in ihm versammeln sich nur die ungeselligsten und am wenigsten für ein Clubleben geeigneten Männer der Stadt. Keinem Mitglied ist es erlaubt, auch nur im geringsten Notiz von einem anderen zu nehmen. Außer im Raum für Gäste sind Gespräche unter keinen Umständen erlaubt. Und 3 Verstöße gegen dieses Gesetz, wenn sie dem Komitee bekannt werden, machen den Betroffenen reif für den Ausschluss. Mein Bruder ist einer der Gründer des Clubs und ich habe die Atmosphäre dort als sehr angenehm empfunden. Unter diesem Gespräch kamen wir von St. James her in die Pall Mall. Sherlock Holmes hielt, nicht weit vom Carlton Club entfernt, an einer Haustür und trat in die Halle, nachdem er mich zu sprechen gewarnt hatte. Durch die verglaste Tür konnte ich einen Blick in einen großen, luxuriösen Raum werfen, in dem eine beträchtliche Anzahl von Männern herumsaß und Zeitung las, jeder in seinem Winkel. Holmes führte mich in einen kleineren Raum, das Gästezimmer, dessen Fenster auf die Pall Mall schauten, ließ mich dort für eine Minute allein und kam dann in Begleitung eines Mannes zurück, der nur sein Bruder sein konnte. Mycroft Holmes war gedrungen und viel größer als Sherlock. Sein Körper war korpulent, doch sein Gesicht, obwohl auch massig, hatte etwas von der Ausdrucksschärfe bewahrt, die das seines Bruders so bemerkenswert machte. Die eigentümlich wässrig-graufarbenen Augen schienen, beherrscht von dem geistesabwesenden, nach innen gerichteten Blick, den ich bisher nur bei Sherlock beobachtet hatte, wenn er alle seine Kräfte anspannte. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sir«, sagte er und streckte mir eine breite, flache Hand entgegen,
die wie die Flosse eines Seehunds aussah. »Seit Sie Sherlocks Biograf geworden sind, höre ich überall von ihm. Übrigens habe ich dich letzte Woche erwartet. Du wolltest doch mit mir den Manor-House-Fall besprechen. Mir war, als überstiege er ein bisschen deine Kräfte.« »Nein, ich habe ihn gelöst«, sagte mein Freund lächelnd. »Es war natürlich Adams, oder?« »Ja, es war Adams.« »Dessen war ich von Anfang an sicher.« Die beiden setzten sich an das Erkerfenster des Gästezimmers. »Das ist der ideale Ort für jeden, der die Menschen studieren will«, sagte Mycroft. »Sieh dir nur diese großartigen Typen an, die beiden Männer zum Beispiel, die auf uns zukommen.« »Der Markeur und der andere?« »Eben die. Was denkst du von dem anderen?« Die beiden Männer waren dem Fenster gegenüber stehen geblieben. Ein bisschen Kreidestaub oberhalb der Westentasche war für mich das Einzige, das auf Billard hinwies. Denn neben dem Markeur war ein sehr kleiner, dunkel gekleideter Bursche. Er hatte den Hut in den Nacken geschoben und trug unterm Arm verschiedene Pakete. »Ein alter Soldat, würde ich sagen«, bemerkte Sherlock. »Und erst kürzlich demobilisiert«, fügte der Bruder hinzu. »Wie ich sehe, hat er in Indien gedient.« »Als Unteroffizier.« »Royal Artillery, nehme ich an«, sagte Sherlock. »Und verwitwet.« »Hat aber ein Kind.« »Kinder, mein Junge, Kinder.« »Genug jetzt«, sagte ich lachend, »das geht ein bisschen zu weit.« »Es ist doch nichts dabei«, antwortete Holmes. »Wenn man einen sonnenverbrannten Mann mit zur Schau getragener Autorität als einen Soldaten erkennt, der mehr als ein Gemeiner war und vor kurzem aus Indien gekommen ist.« »Dass er noch nicht lange von der Truppe weg ist, beweist, er trägt noch immer die Kommissstiefel«, stellte Mycroft fest. »Er war nicht bei der Kavallerie, aber er trug den Hut schief auf dem Kopf, was man daran erkennt, dass die eine Seite der Stirn heller geblieben ist. Er ist ein Leichtgewicht, und das spricht dagegen, dass er ein Sapeur war. Also hat er bei der Artillerie gedient.« »Seine Trauerkleidung spricht dafür, dass er einen nahestehenden Menschen verloren hat, und da er selber einkaufen geht, sieht es so aus, als ob es seine Frau war. Er hat Sachen für Kinder gekauft. Sehen Sie die Klappe. Das deutet darauf hin, dass eines noch sehr klein ist. Vielleicht starb die Frau im Kindbett. Der Umstand, dass er ein Bilderbuch unterm Arm trägt, lässt darauf schließen, dass noch ein zweites Kind vorhanden ist, das Aufmerksamkeit verlangt.« Ich fing an zu begreifen, was mein Freund gemeint hatte, als er sagte, sein Bruder besitze eine sogar noch schärfere Beobachtungsgabe als er. Er schaute zu mir herüber und lächelte. Mycroft nahm eine Prise Schnupftabak aus einer Schildplattdose und wischte sich die heruntergefallenen Stäubchen mit einem großen, rotseidenen Taschentuch vom Rock. »Übrigens, Sherlock«, sagte er, »ich habe da etwas ganz nach deinem Herzen. Ein äußerst ungewöhnliches Problem, das man meinem Urteil anheimgestellt hat. Ich bringe nicht die Energie auf, mich der Sache zu widmen. Ich täte es ohnehin nur halbherzig. Aber sie hat mir zu einigen angenehmen Spekulationen verholfen, wenn du die Fakten hören möchtest.« »Mein lieber Mycroft, es wäre mir ein Vergnügen.« Der Bruder schrieb etwas auf ein Blatt aus seinem Notizbuch, klingelte und gab es dem Kellner. »Ich habe Mr. Mellis gebeten, herzukommen«, sagte er. »Er wohnt eine Etage über mir. Wir sind flüchtig miteinander bekannt. Und das hat ihn bewogen, sich in seiner Bestürzung an mich zu wenden. Mr. Mellis ist, soviel ich weiß, Grieche von Geburt und ein hervorragender Sprachkenner. Er verdient seinen Unterhalt zum Teil als Dolmetscher bei Gericht, zum Teil als Fremdenführer für wohlhabende Orientalen, die in den Hotels in der Northumberland Street absteigen. Aber ich glaube, ich überlasse es besser ihm, seine bemerkenswerten Erlebnisse zu erzählen.« Wenige Augenblicke später gesellte sich ein kleiner,
Kräftig.